Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den denkbar Gartenhäcksler. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Gartenhäcksler für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Gartenhäcksler unten in der Videobeschreibung verlinken. Damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, der Garten ist wirklich ein wichtiger Erholungsort für viele Menschen. Wir sind gestresst von der Arbeit und im eigenen grünen Paradies können wir zum Glück richtig herunterkommen. Allerdings freuen sich viele Leute auch gerade über den aufgeräumten Garten und genau dafür ist so ein Gartenhäcksler nützlich. Denn hier kannst du allerlei Gestrüpp und weiteres zerkleinern, um es eventuell nochmal neu zu verwerten oder einfach um es bei der Entsorgung ein bisschen leichter zu haben. Denn ja, viele Leute legen einen sehr großen Wert auf den ordentlich gepflegten Garten. Das ist aber nicht immer so, ganz klar. Es gibt auch einige Leute, die ihren Garten bewusst ein bisschen verwilderter lassen. Ja. Das ist natürlich irgendwo eine Geschmackssache. Wenn du aber stets Ordnung in deinem Gartenparadies haben möchtest, dann kann so ein Gartenhäcksler wirklich eine nützliche Anschaffung sein. Was diesen Gartenhäcksler anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Tat sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein nützliches Gartenzubehör zu einem fairen Preis erwerben kannst. Aber das muss auch wirklich jeder Gartenfreund selbst beurteilen. Ich will dir den Häcksler ja auch nicht aufquatschen, also mach dir auf jeden Fall dein eigenes Bild zu diesem Gartenzubehör. In meinen Augen ist es einfach nützlich, sowas auf Lager zu haben, einfach weil man dann bei der Gartenarbeit ja ein bisschen Hilfe und Unterstützung hat. Also ein nützliches Zubehör für Gartenfreunde. Wie bereits gesagt, die Frage, ob dein Garten picobello aufgeräumt sein soll oder vielleicht ein bisschen verwilderter ruhig aussehen soll, das ist eine wichtige Frage, die sich zunehmend mehr und mehr Leute stellen. Denn es geht natürlich auch das Gerücht um, dass so ein verwilderter Garten für die Tierwelt ein bisschen besser ist, ja, wenn dann auch viel Sträucher und Geäst einfach da sind. Das müsste man ein bisschen genauer untersuchen, würde man auf den ersten Blick vielleicht sagen, ja, na klar, so ein verwilderter Garten ist besser für die Fauna und Flora. Aber ob das wirklich immer so ist, na, das muss jeder selbst untersuchen. Da kommt natürlich deine Gartenerfahrung ins Spiel. So, dieser Gartenhäcksler, wenn du eben den ordentlichen, gepflegten Garten haben möchtest, ist er in meinen Augen eine nützliche Anschaffung, weil du hier einfach Geäst und Co. auf sehr gute Art und Weise, ja, verkleinern kannst und dann ein viel einfacheres Spiel hast bei der Wiederverwertung, bei der ja, bei der Entsorgung auch. Und deswegen ist, wenn du mich fragst, dieser Gartenhäcksler in der Tat eine lohnenswerte Anschaffung, die man sich als Gartenfreund leisten könnte. Das Amazon-Angebot zu diesem Gartenhäcksler werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag in deinem eigenen grünen Paradies. Alles Gute, ciao.